Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Im letzten Part waren wir ein bisschen, haben den Ornis ein bisschen geholfen beim Briefe sortieren. Und wir haben dafür ordentlich Kohle bekommen. Und, ja, den legendären 26er Lauf. Bitch, please. Ja, auf jeden Fall. Hier, der gute Mann, ich habe den einen Brief weggebracht. Sagt er mir jetzt schon irgendwas? Jaha! Die Leute hier haben es auch nicht leicht. Ach ja, der Chef sagt, wenn sich hier erstmal alles wieder beruhigt hat, dann würde er sich freuen, wenn du hier wieder ein wenig aushelfen könntest. Schon toll, nicht? Ich muss mich noch tüchtig anstrengen, damit der Chef auch mal sowas von mir sagt. Jojo. Hi. Hallo Link, wie verläuft deine Reise? Bist du in Stimmung für ein bisschen Arbeit? Nein. Verstehe. Aber komm einfach wieder vorbei, wenn du es dir anders überlegst. In diesem Part möchte ich natürlich nicht weiterarbeiten, sondern in diesem Part wollen wir ein bisschen Story. Weil im letzten Part hatten wir keine Story. So, hi! Tatsächlich, du trägst ein grünes Gewand. Und einen Hut. Du bist Link, nicht wahr? Ich bin die Maid des ehrenwerten Hüters, Baloo, der auf dem Drachenberg wohnt. Mein Name ist Medoli. Kann ich dich nicht einfach Melody nennen? Nun ja, eigentlich bin ich noch in der Ausbildung. Der Stammesführer bat mich, dir das hier zu überreichen. Er hätte gerne, dass du es seinem Sohn Komori bringst. Was denn? Ta-da-da-da! Du hast den Brief von Vater erhalten, einen Brief an Komori von seinem Vater. Erstmal in deiner Posttasche verwahren und dann schnell zu Komori! Wenn du ihn heraus... Ja, ja, klar. Komoris Zimmer findest du unten im hinteren Bereich. Bitte sei nicht beleidigt, falls Komori unfreundlich zu dir sein sollte. Er meint es wirklich nicht böse. Ach ja, und Link? Ich hätte dann noch eine Bitte an dich. Ah ja, was denn? Wirst du bitte so gut danach zum Aufgang des Drachenbergs zu kommen? Achso, ja. Okay. Worum es genau geht, sage ich dir dann. Okay, mach mal. Ich will aber wissen, was kurz hier ist. Ich weiß das gar nicht mehr. Ah. Okay. Guten Tag, Kollege. Möchte mal einen Blick über den Vorsprung. Du wirst feststellen, dass der Teich vollkommen ausgetrocknet ist. Aber das ist bei der Hitze nicht verwunderlich. Sad Story, mein Freund. Sad Story. Okay. Gut, wir gehen runter zu Komori, bringen ihn den Brief. Der befindet sich... Ja, Quatsch. Falsch. Hier war der gute Komori. Guten Tag, Komori. Was willst du von mir? Ich habe gerade keine Lust, mich mit jemandem zu unterhalten. Moment mal, guck mal, mein Freund. Ich hab hier, da hab ich einen Brief für dich. Ein Brief? Von meinem Vater. Hoffmann, unter der Worte zu schreiben ist nicht schwer. Aber warum sollte ich mich in so schreckliche Gefahr begeben, nur um diesen Drachenschuppen von Baloo zu bekommen? In dem Brief steht auch was über dich. Meiner Meinung nach bist du ja ein ziemlich aufdringlicher Kerl, deine Nase einfach so in fremder Leute Angelegenheiten zu stecken. Tut mir leid, aber ich habe wirklich nicht vor, zu Baloo zu laufen. Wer weiß, was der mir wohl möglich noch antut, so wütend wie der ist. Geschweige denn, dass er mir eine Drachenschuppe gibt. Oder willst du mir etwa weismachen, dass du Baloo irgendwie besänftigen kannst? Du lügst doch. Und außerdem, reden ist nicht schwer, handeln aber sehr. Aber sollte es wirklich jemand geben, der es schafft, auf diesen gefährlichen Drachenberg zu gehen und Baloo zu treffen, dann würde ich ganz bestimmt auf alles hören, was dieser jemand sagt. Ach so, ja, tust du das? Ja, gut. Dann, sehen wir uns in ein paar Parts wieder. Jo. Ja, cool. Gut, wir sollen auf den Drachenberg. Aber wir wollen ja jetzt erstmal hier mit der Old Maid reden. Mit der Melody. Medoli. Madoli. Medoli. Medoli? Madoli? Hi! Du bist ja tatsächlich gekommen. Bitte verzeih mir, dass ich an einen so gefährlichen Ort gebeten habe. Früher war hier ein herrlicher Teich, der aus einem Geysir heraus entstanden war. Aber seit der ehrenwerte Baloo so außer sich ist, versperrt ein Felsbrocken, der von oben in den Teich fiel, diese Wasserquelle, und der Teich ist ausgetrocknet. Aber erzähl mir bitte erst, ob es Komori schon besser geht. Nicht wirklich. Aber nein, wie könnte es ihm auch besser gehen? Es ist vermutlich auch meine Schuld, dass Komori jetzt so niedergeschlagen ist. Komoris Großmutter war nämlich die ehemalige Maid des ehrenwerten Baloo und meine hochgeschätzte Lehrmeisterin.
Doch war sie nicht nur seine Maid, sondern auch eine gütige sowie mutige Persönlichkeit zugleich. Meine Fähigkeiten sind auch viel zu bescheiden, um auch nur annähernd einen Vergleich mit ihr standzuhalten. Wäre ich doch nur meiner Aufgabe besser gewachsen, dann wäre Komori jetzt bestimmt auch nicht so desillusioniert. Ich habe eine Bitte an dich, Link. Ich würde gerne zum Draco-Sanctuarium auf den Drachenberg gehen, aber ich schaffe es nicht allein bis hinauf auf diesen Vorsprung. Wenn es mir jedoch gelingt, einen günstigen Wind zu erwischen, tragen mich meine Flügel bestimmt so weit. Und deswegen brauche ich deine Hilfe. Ja klar! Danke. Bitte heb mich hoch. Und wirf mich in die Richtung des Vorsprungs da oben. Du musst aber auf die Windströmung hier Acht geben. Denn die verwinkelten Felsen sorgen dafür, dass die Windrichtung sich ständig ändert. Und sei bitte nicht so zimperlich beim Werfen. Harte Zeiten verlangen harte Maßnahmen. Also nimm keine Rücksicht auf mich. Alter, ich schmeiß dich so hart gegen die Wand, das glaubst du gar nicht. Okay. Wir haben gerade Gegenwind. Komm jetzt! Dumme Scheiße! Tut mir leid. Mir geht's gut. Wirf mich nochmal. Vielleicht erwische ich jetzt einen günstigen Wind. Ja, ich habe gesehen, dass der Wind von rechts kam, aber ich dachte, vielleicht klappt's. Verdammte Scheiße. Okay. Wir kriegen das hin. Das ist der falsche Wind. Jetzt, Alter! Flieg! Ja, nice! Ja, sauber, Mädchen. Sauber. Vielen Dank. Ich gehe jetzt hinauf auf den Drachenberg und werde mir den ehrenwerten Valu treffen. Keine Sorge. Ich bin zwar noch eine Maid in der Ausbildung, aber ein wenig verstehe ich bereits die Sprache des ehrenwerten Valu. Wird schon schief gehen. Falls mir etwas zustoßen sollte, kümmere dich bitte gut um Komori. Zum Dank kann ich dir zwar nicht mehr als dies hier anbieten, aber vielleicht erweist es sich ja irgendwann als nützlich. Und er hat es einfach in der Hand. Jawohl, ich habe die Flasche. Du kannst zum Beispiel Wasser mit ihr schöpfen. Oder sie noch mit jeder Menge anderer Sachen füllen. Und bitte erzähl niemandem, dass ich zum Drachenberg gegangen bin. Das muss unser Geheimnis bleiben. Also dann, ich werde mein Bestes geben. Ja gut. Dann können wir jetzt mit der Wasserflasche Folgendes machen. Ich werde mir die Wasserflasche jetzt erstmal anlegen. Auf R. Dann gehen wir hier hin und schöpfen mal ein bisschen Wasser. Du hast Wasser in die Flasche gefüllt. Versuche es mal etwas Verdorrtes zu träufeln. Ja, das ist nämlich die Aufgabe. Jetzt, wir müssen erstmal hier hoch. Kletter, mein ehrenwerter Freund. Klettern. Und dann seht ihr hier, die sind eingetrocknet. Aber wenn ich jetzt ein bisschen von meinem Wasser drüber gieße, dann ist er wieder da. Dann hebe ich das Ding auf. Und dann schmeiße ich das runter. Der gute olle Teich ist wieder da. Und wir kommen da hoch. Das ist super. Ich habe aber noch folgendes Problem. Hi. Link, weißt du vielleicht, wo Medoli ist? Soeben wurde mir berichtet, dass einige fremde Ungeheuer in der Nähe des Drachenberges ein Mädchen, das Medoli ähnlich sah, verschleppt haben sollen. Nun, Medoli kann aber unmöglich bis zum Aufgang des Drachenbergs geflogen sein. Daher handelt es sich sicherlich um eine Verwechslung. Dennoch bin ich etwas beunruhigt. Ich weiß nicht, wo die ist. Die ist vielleicht... guck mal hinter dich. Tschüss. Ja, mein Problem ist noch... Um weiterzumachen, brauchen wir diese komische Melodie, die ich da unten bekomme. Und die habe ich ja irgendwie beim letzten Mal nicht bekommen. Da, genau die. Schwimmling. Vielleicht jetzt. Ah, jetzt geht's. Nice. Oh, ach, mit dem hier, ne? Okay, er hat's gerade einfach nicht gemacht, tut mir leid. Tja, das ist das Lied des Windes, Alliant. Wirklich, ein mustergültiger Wind. Hallo.
Gestatten? Cephas, meines Zeichen, Gott des Windes. Bist du der neue Meister des Windes? Für dein erstes Mal zeigst du aber schon beachtliches Windverständnis. Junge, du gefällst mir. Was Lied, das du so immer gelernt hast, ermöglicht es dir, die Richtung des Windes nach Lust und Laune zu verändern. Der Wind kann je nach Verwendung für gute, aber auch für böse Zwecke eingesetzt werden. Beschämenderweise verlor mein Bruder Cyclos die Beherrschung, als jemand sein Denkmal zerstört hat. Daher lässt er nun auf hoher See einen furchtbaren Wirbelsturm toben, der die Seefahrer in Gefahr bringt. Solltest du auf See also auf einen Wirbelsturm treffen, dann bring mich meinen Bruder doch bitte wieder zur Vernunft. Möge der Wind mit dir sein. Möge der Wind mit dir sein! Dir möge der Wind auch mit dir sein, mein guter Freund. Tschüss! Wir sehen uns! Cool! Cool! Ja, wir können jetzt immer das Lied des Windes spielen, wenn wir Bock drauf haben. Ich frage mich aber nur, ob ich das nochmal irgendwo nachlesen kann, wie das funktioniert wird. Kann man das irgendwo nachlesen? Zufälligerweise. Kann ich das. Das steht auf meinem Gamepad, sobald ich meinen Zeigestab raushole. Nicht das, was ihr schon wieder denkt. Oh. Verdammte Scheiße, jetzt habe ich das Schild kaputt gemacht. Neuen König, wir müssen hier weg, bevor sie uns erwischen. Okay. Gott. Ich wollte das Schild gar nicht zerstören. Das war aus Versehen. Tut mir leid, Freunde. Das war wirklich aus Versehen. Ich will doch keine Schilder zerstören. Schilder haben mir doch gar nichts getan. Okay. Ja gut. Weil das jetzt, sagen wir, ich mache heute auf jeden Fall nicht mehr, weil ich werde jetzt hier auf jeden Fall den Part beenden. Wird zwar, glaube ich, ein bisschen kürzer sein, aber ist halt dann mal so. Ich kann euch nur erzählen, die Stelle, die im nächsten Part kommen wird, also direkt die Stelle, nachdem wir über das Wasser gleich, bis das gleich später schwimmen und dann da oben drauf sind, also zum Drachenberg hoch, da habe ich Jahre dran gesessen, weil ich nie gewusst habe, wie man da weiterkommt. Da musste ich tatsächlich damals nachgucken, aber jetzt weiß ich es ja. Und ja, ist ein bisschen blöd, aber ihr werdet es dann im nächsten Part vielleicht ein bisschen verstehen. Trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein, denn dann gehen wir selber zum Drachenberg und zu Valu. Ja, und ich sage bis dahin, tschüss.